Sind Sie Chief? Wer will das wissen? Ich bin Nomad. Ein paar Ihrer Freunde sagten, Sie wollen die Drohnenaktivitäten um den Berg herum untersuchen. Genau. Mir reicht's, ich halte es nicht mehr aus. Am Anfang kamen nur vereinzelt Drohnen, aber jetzt sind es Schwärme. Ich will nicht, dass meinen Freunden etwas passiert oder sie gar getötet werden. Also, haben Sie eine Gruppe zusammengestellt, um dem nachzugehen? Das hatte ich vor, aber es sieht so aus, als wären Sie viel besser dafür ausgerüstet, sich um die Drohnen zu kümmern als ich. Vielleicht finden Sie sogar heraus, was es mit dieser höllischen Sirene auf sich hat. Ich kann mich darum kümmern. Muss ich noch was wissen, bevor ich losgehe? Ja, ich bin nicht der Erste, der vorhatte, da hochzugehen. Ein paar Selbstversorger sind schon auf dem Weg. Falls Sie ihnen begegnen, passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert. Okay. Sagen Sie mir einfach, wie ich zu dem Berg komme. Ja, natürlich. Von hier aus müssen Sie nach Westen. Gehen Sie einfach so lange, bis Sie den Fortune Lake sehen, der ins Tal fließt. Verstanden. Danke. Und damit beginnt die Nebenmission, der Ruf der Sirene. Jetzt dürfen wir erstmal ganz entspannte 1,1 Kilometer weit rennen. Ja, da nehme ich euch aber natürlich nicht mit, sondern wir sehen uns dann gleich am Ort des Geschehens. Und da sind wir auch schon nahe des Zielortes. Und der wird, wie nicht anders zu erwarten war, von einigen Drohnen bewacht. Tja, was machen wir denn da jetzt am besten? Selbst abschießen ist eher so eine... Ja, ist gefährlich, ne? Ist gefährlich. Aber wir haben ja hier unsere treuen Begleiter und auch unsere treuen Simultanschussdrohnen, mit denen wir insgesamt bis zu sieben Gegner ausschalten können und auch Flugdrohnen. Bin unterwegs, Boss. So, Ziel auf die Succubus. Ziel auf die Flugdrohne. Ja, gut. Feuer auf mein Kommando. So, fehlt nur noch die Simultanschussdrohne. Zack. Und dann schalten wir die alle schön gepflegt gleichzeitig aus. Alles klar, Jungs und Mädel. Schießt, wenn ich schieße. 3, 2, 1. Feuer. Solide Bam. Arbeit. So wird's gemacht und nicht anders. So, dann schauen wir doch mal, woher dieses dämliche Geräusch kommt. Und was hier in dieser Höhle ist. Dieser Sirenensound. Ziemlich dunkel hier drin. Kein Kontakt in diesem Gebiet. Oh, Wolves. Sehr legit, fast gar nichts. Ich hab doch noch die... Hab ich die? Ja, doch. Sehr gut, damit sieht man bedeutend mehr. Gut, da geht's nicht weiter. Alles klar, war unnötig. Na gut, dann wieder ein bisschen Nachtsicht-Action. Oder Wärmebild? Ich kann mich da nie entscheiden, weil die Nachtsicht ist eigentlich ziemlich... Naja, low. Die Wärmebild ist einfach die bessere Nachtsicht. Allerdings erkennt man halt auch nicht so viel, ne? Ich gehe erstmal rechts rum. Da höre ich Schritte. Aufgepasst, Helikopter fliegt in unsere Richtung. Ja, wir sind in der Höhle, du Schlauberger. Sei denn, ihr seid mir nicht gefolgt. Natürlich sind sie mir nicht gefolgt. Bestätigt. Wird gemacht. Genial. Scheiße. Oh nein!
Der Heli ist weg, alles sicher. Team, bei mir sammeln. Bei mir neu gruppieren. Verstanden. Oh, was haben wir denn hier? Eine SVD, die wollen wir nicht. Können wir zerlegen. So. Das hier war eine Sackgasse. Oh. Aber das Licht auch aus. So. Sag mal, Vassili. Irgendwie hätte ich gern, dass die Kameraden so Standard-Militärtaktik drauf hätten. So nicht durch die Front laufen und sowas. Hier ist nichts. Licht aus. Holy. Kann ich? Nee. Ist leider nicht aufgeladen mehr jetzt. Gut, der andere kann aber nicht von da kommen. Kein Kontakt hier. Gefährlich. Eieiei. Ich war ja jetzt ehrlich gesagt nicht drauf vorbereitet, hier auf Wolves zu treffen. Warum durchkämmen wir die Gegend? Hier ist doch nichts. Vollkommen richtig, hier ist gar nichts. Nur Geister. Na, da müssen wir den Wolves einfach mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. So, haben wir noch jemanden hier? Leider nur einen Generator, den wir nicht ausschalten können. Das ist ein bisschen schade. Aber nur ein bisschen. Nichts zu berichten. Ich will noch mal gucken, wie dunkel es hier wirklich ist. What the fuck? Es ist stockdunkel. Moin. Ging es da hinten weiter? Nee. So gut, die Lichter ausschießen zu können. Ja. Aber da hinten haben wir einen Minigunner. Die Teammates können die ja leider nicht mehr mit einem Schuss ausknipsen. Aber vielleicht kann eine Simultanschussdrohne das. Ich weiß es nicht. Tja, wenn du nicht genug Geld für sowas kriegst, ist das leider Gottes dein Problem. Was soll ich sagen? Froschmeier! Jetzt läuft natürlich gerade dieser blöde Funker da in unsere Richtung. Alter, Vassili, hau ab! Pff. Alter. Mann, niemand wäre so dumm, sich hier zu verschießen. Vollkommen richtig. So, schauen wir mal, ob die Simultanschussdrohne das kann. Schauen wir mal, wo unser Wolfie-Baby ist. Und dann. Vielleicht sollte ich ein bisschen langsamer vorgehen. Keine Vorkommnisse. Ist der Wolf natürlich gerade wieder auf der anderen Seite. Mann! Was für eine Zeitverschwendung. Hier draußen ist nichts. Ich bin echt gespannt. Und? Kann sie es? Hat sie es geschafft? Ich höre mal keine Beschwerden. Also hat sie es wohl geschafft. Jawohl, da liegt er. Ich höre weitere Drohnen. Das hört sich an wie eine Bodendrohne. Und zwar eine etwas größere. Naja, wobei es gibt ja nur zwei Größen, eigentlich. Die Behemoth, so eine wird es wohl nicht sein, hoffe ich. Zumindest wäre die hier in der Höhle ziemlich ja, fehlplatziert, vor allem käme sie auch gar nicht hier rein irgendwie, ne? Also wahrscheinlich so Größe... Hab vergessen, wie sie heißen. Die mittleren halt, ne? Oh,
Da sind wir hergekommen. Oder? Nee. Das ist ein totes Sentinel. Da liegen auch Leuchtfackeln nebendran. Oder Leuchtstäbchen. Weiß nicht mehr. Ich, Glowsticks halt, ne? Warum ist hier so hell? Das ergibt gar keinen Sinn. Da sind noch mehr Leichen. Was ist hier los? Das sind auch Sentinel. Boah, ist da hell. Brutal. Und die Lichter ausschießen bringt auch nur begrenzt viel, ne? Noch mehr Sentinel-Leichen. Was ist da los? Weaver, bist du es? Weaver, sag doch was. Oh, Drohne. Wie viele Drohnen haben wir da? Ich schalte mal um auf. Ohne Schalldämpfer. Und Feuerstoß. So, EMP-Granate haben wir noch. Zusätzlich hätte ich dann gerne eine C4-Ladung. So, werfen wir da hinten mal. Ich glaube, es sind zwei Drohnen. Ich höre da hinten rechts, höre ich noch einen. So. Schnell, renn schneller, Mann! Und. Okay. Oh, Scheiße. Fuck. Die Explosion hat mich ein bisschen mitgenommen. Ich muss hier weg. Ich war zu nah an der Explosion dran. Verdammt. So, erstmal Verband anlegen. Tja, da habe ich wohl die Rechnung ohne die Schrapnelle gemacht. Ohne umherfliegende Rüstungsteile. So, die gleiche Taktik machen wir jetzt einfach noch einmal. So. Und los. Weg. Und Sprengung. Die lebt noch. Also. Jetzt nicht mehr. Leben ist relativ bei so einer Drohne. Alter Schwede. Was ist hier los? Ich vermute mal, ich kann nur vermuten, dass die Drohnen irgendwie, keine Ahnung, gehackt wurden oder aus irgendeinem anderen Grund hier die Sentinel-Soldaten angegriffen haben. Was sich mir noch nicht so ganz erschließt, ist allerdings, warum die Drohnen sich dann hier weiter aufgehalten haben und nicht wieder rausgefahren sind. Denn da draußen waren noch einige Sentinel-Soldaten am Leben. Aber ich denke mal, das werden wir gleich erfahren. Hacken. Wir hacken mit einem Messer. Weil's cool ist. So ein Hack-App wäre schon lustig, ne? So, Antenne ist abgeschaltet. Jetzt müssen wir wieder mit Chief sprechen. Haben wir irgendwelche... Wir haben aber keine Aufklärungsdaten oder sowas bekommen, ne? Nun, dann wird Chief uns wohl gleich erzählen, was Sache ist. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Braunhof im Dialog mit Chief. Bis gleich. Ich hoffe, jetzt wird es hier etwas ruhiger. Das ist es schon. Ich kann mich endlich mal selbst denken hören. Was war da los? Jemand hatte einen Drohnenübungsplatz direkt hinter ihrem Haus eingerichtet. Sogar mit Labyrinth. Irgendwie wurden die Antenne und der Empfänger des Systems beschädigt. Die gaben einen hochfrequenten Ton ab, der alle Drohnen zu sich rief. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Sie können sich jetzt sicherer fühlen. Das tun wir schon. Ich danke Ihnen für alles, Nomad. Nun, ich bin genauso ratlos wie vorher. Ich schaue mal gerade nach, ob es irgendwelche weiteren Informationen gab, denn das war auf jeden Fall keine Information, ne?
wir wissen jetzt zwar, warum die Drohnen dort waren und nicht rausgefahren sind, aber wir wissen nicht, warum die Drohnen die Sentinel angegriffen haben. Es kann natürlich auch sein, dass das die Gruppe der Selbstversorger war, aber die sahen schon sehr sentinellig aus. Also, Nun gut, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr mehr Ghost Recon wollt, denn bei mir dreht sich alles um Ghost Recon. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.